Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu 21.780 Öcken. Zu einer neuen Folge Cyberpunk. Tschüss, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Nein, euch natürlich nicht. Tschüss, ihr bleibt hoffentlich hier. Wir spielen ein bisschen chaotisch gerade jetzt irgendwie und haben in den Badlands jetzt noch einen Punkt markiert, wo wir jetzt mal gucken, was sich dahinter verbirgt, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Aber ich glaube, jetzt wird es erstmal so ein bisschen Nebenquest abklappern. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid und wünsche euch genau damit viel, viel Spaß. So, die Hitze der Badlands. Wir haben gerade, genau mit dieser Mission dort hinten, glaube ich, sehr, sehr viel Kohle gemacht. Wir haben jetzt auch wieder Kleidung an. Das war ja jetzt auch so ein dezentes Problem, was wir hatten. Ich bin nämlich aber überlegen, wenn wir jetzt so viel Kohle haben, ob wir uns nicht vielleicht noch eine Karre kaufen. Einfach als nice to have. Weißt du, wie ich meine? Warum ist denn das jetzt 5 Kilometer weiter vorne? Gibt's auch nicht. Sind hier noch Leute? Warum seid ihr hier? Das hat mich jetzt dezent verwirrt, dass die hier einfach so random standen. Ich meine, hier war ja keine Ampel oder sowas. Ich habe schon wieder sehr viele Fragen, Freunde, ne? So, sie hat Kleidung an. Zwar auch nicht die geeignetste, aber was willst du machen? Können wir nicht Offroad einfach hier jetzt random durch die Gegend? Wozu haben wir das Bike denn ausgewählt? Sehr gespannt, was uns da erwartet. Aber ich habe da jetzt Bock, ein bisschen in die Erkundung zu gehen. Vor allem fühle ich den Vibe gerade voll. So in der tropischen Hitze hier einfach lang zu düsen. Kann ich einen Wheelie machen? Kann ich einen Wheelie machen? Weiß ich nicht. Sah jetzt nicht so aus, ne? Wie könnte sie das? Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben halt übrigens immer noch eine andere Identität bei uns, wie wir unten an dem Symbol sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo meine Kamera ist. Es braucht noch ein bisschen, bis wir wieder bei unserer alten Identität sind. Kennst du, hier leben noch Leute? Was könnte da hinten am allerletzten Ende der Badlands sein? Ich habe keine Ahnung. Oh, bist du liegen geblieben? Ah. Kann man dir helfen? Hi. Warum die Maske? Corona ist vorbei. Hä, gut. Also gucken wir mal, was da hinten ist. Oh, war das nicht was, wo wir schon mal waren? Nein, mein Rechner ist schon wieder ausgegangen. Du dreckige Mistbiene. Ach, Mistarsch. Und jetzt schießt mein Schoß. Entschuldigung. Ich werde mal kurz meinen Rechner wieder anmachen und zum Leben erwecken. Hoffe ich. Hallo? Black Screen. I love it. Also, Ladies and Gentlemen, jetzt seht ihr mich vielleicht. Und ich habe vorneweg, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, noch überlegt. Also, ich probiere es nochmal auf ein neues, weil jetzt die Uhr halt noch weiterläuft. Sonst habe ich wieder Struggle, dass ich nicht weiß, wie lange die Folge geht. Ja, habe ich nicht gesagt. Willkommen in meinem Chaos. Es ist heute irgendwie nicht Cyberpunk-Time. Und weh, du Muschi, gehst jetzt wieder aus. Dann raste ich ja aus. Ach, vielleicht sollte ich nochmal einen Neustart machen. Ach, Manu, das ist doch echt verhext. Immer, wenn man gerade angefangen hat. Ah. Ich probiere es jetzt trotzdem. Halte durch. Ich muss mich jetzt aber konzentrieren. Ist das ein Wohnhaus? Ich weiß noch nicht, was es ist. Ist das mein Rechner, der Töne macht? Hm. Jetzt habe ich meinen Nippel im Ohr. Also es sieht tatsächlich eher aus nach einem Hochsicherheitstrakt-Wohnhaus. Aber es kann natürlich auch um was anderes sein. Aber wer wohnt hier? Ich weiß es nicht. Hey, neuer Auftrag.
Militech hält an der Grenze einen Schmuggler namens Bruce Welby fest. Okay. Sein Freund will ihn zurück. Natürlich braucht er jemanden für die Drecksarbeit. Sorgt dafür, dass Bruce da heil rauskommt. Details anbei. Okay, dann lass uns erstmal in die Details reingucken. So sieht das aus. Söldner gesucht. Bruce Welby Retton. Ort in der Coach Ripple Lane. Manchmal braucht man einen Freund zum Reden. Manchmal braucht man einen, der einen aus der Abschiebehaft an der Grenze zwischen Night City und SoCal befreit. SoCal? Haben wir das schon mal gehört? Weiß ich nicht. Auf den Schmuggler Bruce Welby trifft Letzteres zu. Bruce hat versucht, die Grenze mit heißer Ware an Bord zu überqueren, aber es lief nicht wie geplant, weshalb er jetzt schon seit mehreren Tagen von Militech-Grenzbeamten festgehalten wird. Sein Kumpel und Militech-Angestellter Archibald Crane hat in der Gerüchteküche von der Situation erfahren. Hätte nie erwartet, dass dieser Konzernfreak tatsächlich seinem Freund hilft, anstatt brav zu kuschen. Aber er hat mich doch tatsächlich kontaktiert, um Bruce aus seinem Käfig zu befreien. Du bist das fehlende Glied in dieser freundschaftlichen Dreiecksbeziehung. Finde Bruce, befreie ihn und begleite ihn zu seinem Tomb, Archie. Und lass uns dafür sorgen, dass Militech nichts davon mitbekommt, okay? An die Arbeit. Und eins noch. Archie sagt, keine Konzerne umbringen. Klar, der Kunde hat immer recht. Dann gucken wir uns jetzt mal den Journalbeitrag an. Also erreiche das Militech-Gelände, töte keine Militech-Angestellten. Südkalifornien. Früher waren zahlreiche Menschen der Meinung, dass Kalifornien groß genug sei, um in ein paar kleinere Bundesstaaten aufgeteilt zu werden. So kam es letztendlich auch, aber unter viel schlimmeren Umständen, als irgendwer erwartet hätte. Der Goldene Staat wurde nach einem Referendum im Jahr 2002 zweigeteilt, wobei die Regierung in Washington dies erst 2016 anerkannte. Ist es wirklich so? Weiß das jemand? Die symbolische Trennung war jedoch nicht genug. Als der Vereinigungskrieg ausbrach, fielen die beiden kalifornischen Staaten übereinander her. Heutzutage wollen die Bewohner von Südkalifornien nichts mit ihren Vettern im Norden zu tun haben. Damit das auch unmissverständlich klar ist, haben sie eine nicht sonderlich subtile 6 Meter hohe Mauer errichtet. Und wie an den meisten Grenzen im Jahr 2077, verschwendet dort niemand Kugeln für Warnschüsse. Okay. Gucken wir mal. Also, töte keine Militech-Angestellten. Nun jumpen wir mal durch. Aber erreiche das Gelände ist ja halt schon auch eine Herausforderung, wenn du nicht weißt. Ah, Kamera. Da ist auf jeden Fall eine Kamera irgendwo. Ah, ja, ja, ja. Ah, da oben auch. Da oben ist auch irgendwas. Ach, Dreck, Mist. Aber ich soll niemanden töten, ne? Wenn ich jemanden töten soll. Versagt meine Stimme. Mache ich erstmal einen Audioschock. Also, wir haben auf jeden Fall Kameras, die ich ausschalten sollte. Und ich übernehme gleich mal die Kamerasteuerung, dass ich mal ein bisschen mich umgucken kann. Da ist ein PC. Infanteriespeer. Oh, guck mal. Ja, ja, ja. Aber ich soll niemanden töten, ne? Was macht denn die Verseuchung? Weiß ich nicht. Also es darf halt nichts Rückverfolgbares sein. Oh, da haben wir den Geschützturm. Aber den Geschützturm, den kann ich doch zumindest überlassen. So ist ja jetzt auch noch niemand tot. Ich habe hier ein Auto. Vollgas. Machen wir das mal. Fährt es dahin? Irgendwo noch da. Hat das was gebracht? Nö. Aber hier sind so viele. Das bringt doch gar nichts. Da jetzt niemanden irgendwie zu töten. Also. Schwierige Angelegenheit. Aber vielleicht kommen wir über die Berge rein. Aber da oben ist auch einer, ne? Hier ist so viel los. Aber kann ich nicht irgendwie mal ein Tor aufmachen? Zaun. Techie-Fähigkeit 15. Haben wir das? Weiß ich nicht. Vielleicht. Weil hier hast du ja wirklich sehr, sehr viele Leute. Ich weiß zwar nicht, wo genau wir da hin sollen. Die stehen irgendwo da hinten. Pass auf. Ich werde mal trotzdem die anderen Kameras jetzt mal ausschalten. Damit ich das zumindest schon mal erledigt habe. Okay, wir sind am Haupttor. Hier sind irgendwelche Zelte. Ich töte keine Militech-Angestellten. Das geht ja gar nicht.
Ja, wie Geflüchtete. Die hier aussehen, als wären es Gefangenen. Tor. Das kann ich aber auch nicht ausmachen. Okay, Freunde. Ich glaube, wir werden jetzt gleich mal vordringen. Vordringen. Ich mache die Blockade mal auf. Das wäre jetzt das Erste, was ich machen kann. Irgendwer sieht mich, warum auch immer. Weil das Tor auf ist. Ernsthaft jetzt? Das ist eine Drohne. Aber die Drohne kann ich doch töten, oder? Tatsache, hier ist eine Drohne. Überall auch Kameras, ne? Warte mal, komme ich da an die Kamera ran? An die da? Okay, die ist schon aus. Oh, oh. Ist da noch eine Kamera am Weg? Irgendwo? Vielleicht? Warte, lass uns mal hier drüber rumlaufen. Hier sind doch Berge, die sind ja jetzt nicht umsonst hier. Ansonsten müssen wir halt die Leute töten, dann ist das halt so. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass man sich hier... Das hängt ja so schön im Hang, dass man sich das mal zunutze machen kann. Ja. Nö. Weil wir müssen ja da irgendwie reinkommen. Da würde ich jetzt erstmal drüber rumlaufen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Carrie Eurodyne-Wohnung. Die war ja auch so ein bisschen... Bei jedem haben wir doch ein Tor. An dem waren wir doch auch schon dran, glaube ich. Das ist halt blöd, weil da oben ist ein Dude. Vielleicht ist die Tageszeit jetzt auch nicht so ganz das Wahre. Das kann auch sein. Schwerer Schütze. Ah, da habe ich ja jetzt auch Bock drauf. Mich nicht, du siehst mich einfach nicht. Oh, der sieht mich doch. Er sieht mich. Er riecht mich. Komm rauf! Und Hände da, wo ich sie sehen kann. Ich schmeiße jetzt mein Stück Zaun zur Seite, weil ich es kann. Da ist noch eine Kamera, die wir auch noch nicht ausgeschaltet haben. Zack. So. Ist das schon mal aus? Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir den vielleicht überwältigen. Da habe ich mich ja jetzt auf was eingelassen, ne? Da habe ich mich ja jetzt auf was eingelassen. Packen? Eigentlich müsste man... Ich soll keinen töten, ne? Nicht tödlicher Takedown. Töte keine Militech-Angestellten, hieß das ja. Dankeschön. Er hat einen Splitter bei sich, der Typ. Geile Geschichte. So, jetzt müssen wir gucken. Der andere da oben ist so ein bisschen hinderlich. Naja, bei der Hitze kann die Technik auch mal durchgehen. Mein Freund, das ist halt manchmal so. Komm ich hier rauf? Komme ich hier oben drauf? Nee, komme ich nicht. Dreck. Komme ich hier ins Auto rein? Ist im Auto hier noch irgendwas? Der Typ, der macht mich fertig, ne? Oh, hier sind einfach auch so viele Leute. Komme ich hier rein? Da oben. So, finde Bruce auf dem Gelände. Jetzt müssen wir halt echt mal gucken, ne? Also da haben wir die nächste Kamera, die wir ausschalten müssen. Läuft doch schon mal gar nicht so schlecht, Freunde. Wie ich am Anfang gedacht hätte, dass es laufen könnte. Also wir haben hier Zivilisten. Und irgendeiner davon wird Bruce sein. Hoffe ich, denke ich. Da haben wir noch eine Kamera, aber die haben wir schon ausgeschaltet, ne? Ja.
Da liegt ein Splitter. Ach, Freunde. Wir müssen aufpassen, dass die da hinten uns nicht sehen. Da haben wir jemanden und auch Splitter. Da haben wir... Ist doch echt ärgerlich, dass ich hier niemanden töten darf. Eigentlich muss ich gucken, dass ich nach unten komme. Was ist das? Feuerzeug. Dinge, die keiner braucht. Ja, vielleicht ja schon. Ich hoffe, dass hier keine Kamera ist. Ich schleiche mich jetzt gerade mal hier so ein bisschen weiter. Die haben sie ja ausgeschaltet, ne? Ja. Ach Mist, irgendwer sieht mich. Ah, da oben ist einer. Da oben ist einer. Okay, da oben ist einer. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall auch ausschalten. Bevor er uns irgendwie sehen kann. Ich mach mal Ping. Dass ich den so ein bisschen besser verfolgen kann. Boah, hier ist richtig viel los, ne? Ich hoffe nicht, dass das wieder so einen Bug gibt. Wow. Aber den Dude hier müssen wir erstmal gucken, wie wir den wegkriegen. Ah, gar nicht wahr. Das ist ein Geschützturm. Den ich jetzt auch nicht zu fassen kriege. Warum nicht? Ich kann ihn nicht ausschalten, Freunde. Wer bist du? Bist du Bruce? Bist du Bruce? Ist das ein Test? Ihr wisst doch... Ich habe den richtigen gefunden. Warte. Gleich auf Anhieb. Du bist nicht von Militech? Nein. Was antworte ich jetzt? Chill, Chum. Archie schickt mich. Archie? Archie Crane? Jo. Genau der. Aber freu dich nicht zu früh. Noch müssen wir hier raus. Okay, ich habe eine Idee. Auf dem Parkplatz steht ein unbewachter Van, den wir uns krallen können. Gibt nur ein Problem. Durch die Tür da kommt man nur mit Autorisierung. Sieh im Raum beim Büro nach. Warte hier, bin gleich zurück. Okay, also Autorisierung. Ein paar Minuten mehr schaffe ich schon. Okay, also. Da, ich muss halt wirklich gucken, was ich wie tue. Aber bis jetzt macht es doch ziemlich Laune, hier so im Stealth-Mode einfach durch die Gegend zu laufen. Gucken wir mal in das Büro rein. Der war jetzt vielleicht gar nicht gut, dass wir das so gemacht haben. Wo ist denn das Büro? Ist das das Büro? Ich hoffe, dass hier keine Kameras sind, sonst kriege ich ein Problem. Ah, da ist einer. Scheiße. Freunde, da ist einer. Schnell. Packen. Packen. Und Takedown. Takedown. Gut. Gut. Danke. Gut. Ich hoffe, die rappeln sich nicht auf. Also, jetzt gucke ich mich mal hier durch. Ich hoffe, dass da draußen keiner ist, der mich sieht. Deswegen schleiche ich jetzt mal so auf Zehenspitzen hier lang. Haben wir, glaube ich, schon gelesen. Der Max-Tech-Weg. Vorwort zur zweiten Ausgabe. Was? Der Max-Tech-Weg von Matthias Maddox. Ich mache mal eine neue Aufnahme, ehe mir die auch wieder abkackt. So, Vorwort zur zweiten Ausgabe. Ich hatte das Glück, dass nach der Veröffentlichung der ersten Ausgabe dieses Buches vielen Menschen mit faszinierenden Geschichten zu begegnen. Ich sprach mit Leuten, die Angehörige an Cyberpsychos verloren, und ich sprach mit Verwandten von Menschen, die ich erschossen hatte. Okay. Natürlich verlief nicht jedes dieser Gespräche positiv. Nach einer Weile wusste ich, welche Fragen ich von meinen Lesern zu erwarten hatte. Wurdest du je angeschossen? Ja, öfter als ich zählen mag. Welche Festnahmetötung war die schwierigste? Der Golden Springs Mall Killer von 2063. Mehr Titanknochen und Sinthaut als Mensch. Was verursacht eine Cyberpsychose? Ich sag's euch, wenn ich es herausfinde.
Dann, bei einer Lesung in Haywood, stellte mir jemand eine neue Frage. Gibt es etwas, das mich nachts wach hält? Nach kurzem Nachdenken wusste ich, die Antwort ist ja. Es mag euch überraschen, aber es sind weder Albträume über ausgeweitete Cyberpsycho-Opfer, noch die Schreie meiner brennenden Kameraden. So grausam es klingen mag, an all diesen Dingen habe ich mich gewöhnt. Sie gehören zum Job. Was mich das nachts mit klopfendem Herzen wach liegen lässt, ist die Angst, dass ich selbst eines Tages zum Cyberpsychose-Opfer werden könnte. Die Masse an Cyberware in meinem Körper ist enorm. Viel größer als bei den meisten Menschen. Ich habe versucht, den zweifelnden menschlichen Teil von mir zu unterdrücken. Ich bin mir im Klaren darüber, wie zerbrechlich meine Menschlichkeit ist. Dieses Etwas tief in meinem Inneren, das mich zu dem macht, der ich bin. Nur ein einziges schlecht vernetztes Neuron, nur eine Hormonüberdosis, schon wäre es für immer verschwunden. An seiner Stelle ein Automat mit nur einem Gedanken. Töten. Die Wahrheit ist, dass ich meinem Kopf nie aushalte, damit ich mich diesem Gedanken nicht stellen muss. Ich kämpfe bis heute gegen diesen Dämon an und habe meiner Frau geraten, eine geladene Waffe im Nachttisch aufzubewahren. Sollte ich eines Nachts plötzlich schreien oder unverständliches murmeln, wird sie mir das gesamte Magazin zwischen die Augen jagen. Muss auch erstmal können, ne? Anfangs war sie dagegen, aber unsere Liebe ist stark. Nur dank diesem Versprechen meiner liebenden Frau schlafe ich so gut wie nie zuvor. Aber das heißt ja, also ja, es hat die Frage, ist das nicht schon Beginn der Cyberpsychose? Wenn man so diesen Gedanken hat, dass man verrückt werden könnte? Denk mal drüber nach, das könnte auch sein, ne? So. Dann haben wir hier noch was, was wir, glaube ich, zu... Ah, da ist der Chip. Ah, Mist, Mist, Mist. Schnell. Der hat sich gerade fast umgedreht, ne? Wir müssen ihn aber auch aufheben. Und? Nein! Wie? Was tust du? Mitnehmen. Und zu dem anderen da hinten bringen. Oh, wir können auch, wenn wir einen drauf haben, können wir auch schießen. Fallen lassen. Habe ich meine Waffe jetzt weggeworfen? Oh ja. Hör nicht auf. Lass ihn noch weg. Skippy? Dich brauchen wir gerade nicht. Es ist wahrscheinlich echt schlecht gewesen, dass ich hier aufgemacht habe, ne? Kann ich hier zumachen? Zumachen! Dreck. Leute. Also, wir haben die Zugangskarte. Heißt aber übersetzt, wir müssen den Dude jetzt holen. Wo ist er denn? Ach, ich bin jetzt oben. Ich wollte gar nicht nach oben. Ich muss hier durch wieder, ne? Ist das der mittlere? Ja. Ich hab die Karte. Hi. Okay, bereit. Gehen wir. Danke. Also, aber wo müssen wir hin, ne? Vom Gelände. Vom Gelände. Können wir nicht... vom Gelände aus. Ist aber auch echt schwierig, ne? Den so raus zu eskortieren jetzt. Oh, wir können uns hier noch verlinken. Warte, das werde ich natürlich schnell noch machen. Ich weiß ja nicht, ob wir das schaffen werden, ohne jemanden zu töten. Bis jetzt lief es ja ganz cool, aber es heißt nicht, dass wir das auch konstant so durchziehen können. Achso, hier. Ja, hier haben wir 1C, BD, 1C, 55 und nix. Und nix. Ich würde voll gerne jetzt erstmal speichern, weil das lief jetzt so gut gerade. Schon lange keine Stealth-Mission mehr gemacht. Und da seht ihr, es funktioniert, der Cloud-Speicherpunkt. Es war trotzdem immer noch Safe 1. Egal, hinterfragen wir es nicht. Aber zu welchem Auto sollen wir? Zu dem da? Zu dem Militech-Auto? Aber hier sind halt ganz viele, ne? Oh, ganz schlimm. Muss die Tür zumachen. Kann ich die Tür zumachen? Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Scheiße, warte mal. Ich stelle mich mal hier hinter. Vielleicht kommt da jemand. Wenn er da jetzt ist, das würde keinen wundern. Aber was ist, wenn ich hier jetzt aufmache? Dann habe ich ja direkt die Leute. Da kann ich auch nicht raus. Also die Frage, wo gehen wir raus, Freund? Wo gehen wir raus? Eigentlich wäre ja mehr hier jetzt bei dem Ding hier, ne?
hier. Brauchen wir dafür die Zugkarte? Da haben wir jetzt auch auf. Mist. Wo ist denn das Auto, was wir brauchen? Ich mach nix, ne? Ich bin nicht böse. Ach, hier kommt er. Der Dude kommt hierher. Ich sehe es auf der Karte, dass der kommt. Kommt er noch? Beide mit Audioschock belegen. Ja. Können wir in die Karre ran? Einsteigen. Ist auch. Steig ein. Steig ein. Ist er drin? Ja. Wir haben niemanden getötet. Wir müssen halt nur lebendig jetzt rauskommen. Und jetzt keinen mehr töten. Bruce zum Treffpunkt. Okay, pass auf. Vorsichtig fahren, vorsichtig fahren. Leute, ich habe niemanden getötet. Also, ne, es waren ja alles untödliche Takedowns. Boah, endgeil. Wenn das jetzt klappt, Freunde, ne? So oft habe ich diese optionalen Dinger verkackt. Wo soll ich denn hinbringen? Wo ist denn da das Ziel? Hier? Frühwarnzone? Okay. Wo warten wir denn jetzt bitte? Brucey Baby! Dachte schon, wir kriegen dich nie aus dem Loch raus. Archie, du widerliches Arsch. Was? Ohne Leute wie dich gibt's dieses Lager gar nicht. Hab dich am Steuer gesehen. Wie viel bezahlen die dir, hm? Genug, dass ich dich da rausholen konnte. Du kannst dich nachher bedanken. Wir sollten los, und zwar sofort. Oh, und wie? Wenn du jemals aus Night City weg willst, sei an der Grenze vorsichtig. Unfälle sind da meistens tödlich. Diese Grenze hier? Hey, krass. Du musst echt aufpassen, ne? Und da gehen die jetzt über die Grenze raus? Ich schätze deine saubere Arbeit, Vieh. Genau wie wir es vereinbart hatten. Und das Optionale geschafft. Und wieder bei Archibald. Und das Vorsicht, ohne unnötiges Blutvergießen. Das werde ich nicht vergessen. Ich auch nicht. Die Bezahlung sollte schon da sein. Geil. Auftrag abgeschlossen. Und dafür müsste es jetzt richtig viel geben. 1000 Erfahrungspunkte, was schon mal richtig geil ist. Und 21.780. Richtig geil, Freunde. Guck mal, wir kriegen langsam echt Geld ohne Ende. Also hier ist, guck mal, ja, ja, hier ist Grenze. Boah, jetzt will ich aber auch wissen, was da hinten ist. Freunde, das läuft gerade so cool. Ich meine, jetzt mit der Hauptquest anzufangen, lohnt sich nicht. Ich muss meinen Rechner ja nochmal neu starten, wie ihr gesehen habt, gleich. Und langsam ist Essenzeit. Mittag. Hunger macht sich immer breit. Und dann ist bei mir eh vorbei. Also ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht über die Grenze komme. Okay, das war echt auch eine geile Mission. Ich finde es cool, dass ich niemanden umgenietet habe. Und ich würde das Ding jetzt einmal nehmen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir jetzt noch ein Auto hole, ne? Aber wir gehen erstmal da hinten gucken. Kann ja nur auch sowas in die Richtung sein, ne? So missionsmäßig. Wir gucken mal. Wir haben, wie spät ist es? 16:25. Es wird eh bald dunkel. Dann habe ich ja auch keinen Bock mehr zu sein. Aber die Badlands, da haben wir so selten bis jetzt, ne? Das muss einfach auch mal sein. Naja, scharfe Alte auf dem Fahrrad, ne? So gefühlt. Dorf? Naja, aber guck mal, das sind auf jeden Fall keine Freunde. Pass auf, Kaktus, fahr nicht in Kaktus rein, ne? Das tut aber weh. Wenn dir sowas im Arsch stecken bleibt. Aua. Einfach aua. Also wird, denke ich mal, auch eine Dakota Smith-Mission sein. Die uns hier hinten erwartet. Aber gucken wir mal. Ich glaube, von hier haben wir bis jetzt noch sehr, sehr wenig gemacht.
Oh, warte doch. Kommt aber auch keine Missionsbeschreibung, ne? Guck doch erstmal noch eine Runde. Das ist immer gut. Wie? Dieser Techie Big Pete ist in den Badlands aufgetaucht. Mir wäre es lieber, wenn er wieder verschwindet. Verstehst du? Verstehe. Ich schicke dir die Infos Big zu Pete's dem Werkstatt. Okay. Big Pete, Auftragskiller, jetzt darf ich definitiv töten, heißt das Ziel Big Pete, Mechaniker der Wraiths. Big Pete betreibt eine Werkstatt hier draußen in den Badlands, arbeitet Schrottkisten für die Raffenschiff auf. Früher hat er als Techie in Night City gearbeitet. Er ist nicht gerade das, was man unter einem netten Kerl versteht. Darum hat es nicht lange gedauert, bis er sich mächtige Feinde gemacht hat und aus der Stadt verschwinden musste. Zufällig sind Petes Feinde meine Freunde und ich bin ihnen noch ein paar, ja, Gefallen schuldig. Sorg dafür, dass Big Pete Staub frisst und ich habe einen Gefallen weniger auf meiner Liste. Er ist nicht schwer zu finden. Versuch es einfach in einem der Wraith-Schuppen. Auch das gucken wir uns im Journal an. Wraith. Die allerersten neu verfassten Nomadenkodizes führen verschiedene Gründe auf, weshalb ein Mitglied aus der Familie ausgeschlossen werden kann. Dazu gehören Verstöße gegen Regeln wie Teile mit anderen in deinem Clan oder behalte nichts für dich, was einem anderen in deinem Clan auch helfen würde. Wenn man diese Dokumente heutzutage liest, hat man unweigerlich das Gefühl, dass sie in bedeutenden, glücklicheren, harmloseren Zeiten geschrieben wurden. Heutzutage werden Nomaden meistens von ihren Familien verstoßen, weil sie ein Familienmitglied ermordet oder vergewaltigt haben oder wegen Menschenhandel, Vergiften des Wasservorrats oder anderen Arten des Verrats. Und diese Nomaden haben auch einen Namen, die Raffenschiff. Die meisten Raffen behalten ihren nomadischen Lebensstil bei, nachdem sie verstoßen wurden. Auf den Straßen schließen sie sich zu größeren Gruppen zusammen, aber niemand bezeichnet diese Gruppen als Familie, noch nicht einmal als Witz. Die Raffenschiff streifen durch die Badlands und überfallen nichts an Reisende, Konzernkonvois oder, ja, das besonders genüsslich, andere Nomadenlager. Eine Gang von Raffenschiff hat sich sogar nicht weit von Night Citys Mauern zusammengeschlossen. Die Wraiths. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Gangname, der mir irgendwie noch gar nicht so im Kopf... Also, er ist mir noch nicht so oft irgendwie begegnet, ne? Aber wann sind wir hier auch schon mal draußen großartig, ne? Sie sind gut organisiert, effektiv und zu allem bereit, denn wir alle Raffenschiff haben sie nichts mehr zu verlieren. Okay, ich auch nicht, aber ich darf jetzt fröhlich vor mich hin töten, heißt das übersetzt, ne? Geronimo, dann Party. Oh, Schützturm. Überlassen. Kamera ausschalten. Oh, Frau ausschalten. Kamera, Steuerung. Läuft, ne? Wenn ich töten darf, dann darf ich töten. Dann bin ich der absolute Killer. Da ist noch eine Kamera. Kamera. Ausschalten. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Da, nochmal ein Geschützturm. Alter. Entschuldigung, warum ist das hier so übertrieben? Extrem krass ausgedingst. Hier ist ein Scharfschütze. Ein Audioshop. Haben wir hier oben noch irgendwas Schönes, was explodieren kann? Zum Beispiel das hier. Und es trifft den Scharfschützen. Haben wir noch irgendwas Schönes, was ich von hier aus starten kann? Bestimmt. Der hat Kopfschmerzen. Ist alles rückverfolgbar, ne? Ist alles rückverfolgbar. Dann machen wir mal überhitzen. Losgehen. Also, dann gucken wir mal draußen. Wen haben wir denn hier Schönes? Big Pete, da ist er. Mit dem kann ich nichts anstellen. Schade eigentlich. Schade Schokolade. Aber ich kann die ganzen Kameras ausstellen. Zack, hier zum Beispiel. Da haben wir noch einen PC. Da haben wir was, was explodieren kann. Könnte, theoretisch. Da haben wir noch irgendwo eine Kamera vielleicht. Noch irgendwo ein Geschützturm. Was ist das? Weiß ich nicht. Was ist das? Da sind ein paar Leute. Ich habe keine Dings mehr übrig, ne? Was ist das? Irgendeine Hauswand? Ah ja, es ist die, die ich schon... Nee, das ist eine andere Seite.
Und das ist die, die ich ausgeschaltet habe. Okay, Freunde, mehr gibt's nicht, glaube ich. Jetzt habe ich ja vielleicht 2, 3 rausgelockt. Starten wir die Party, würde ich sagen. Gehen wir mal los. Feindlicher Bereich. Die Schlampe hat sich angeschlichen. Hat sie. Macht die Schlampe. Da haben wir noch eine Kamera. Schalten wir aus. Kann ich das Teil? Geile Shit. Ich lieb's. Also hier ist irgendwas vor sich hin explodieren kann, Freunde. Wenn ich mit dir. Viel, was explodieren kann, was spaßig ist. Der Dude ist halt da drin. So. Einfach ein bisschen Explosionen veranstalten. So, jetzt ist doch an der Zeit für. Was sehen wir denn jetzt? Was sehen wir das hier? Doch gleich weg. Egal, bis zum nächsten Schaden auch nicht. Da ist noch einer, der. Absammeln tun wir hier immer erst hinterher. Ich laufe trotzdem noch mal immer rum. Ich bin aufpassen, dass hier nicht da ist noch eine Kamera. Und dann round and round, ne? Rund immer rum. Keine Mine auf dem Weg. Alter. Gibi! Nein. Genau. Ah, fuck, Alter, du. Was ist euch denn nicht? Ihr Klone. Gibi, ich brauche was Besseres. Kann ich. Aber kein Problem, es gibt die Regeln. Dankeschön. Ja, es ist gehört mit 7 Liter Blut. Da ist sie liegen, Lady. Okay, Frage ist, bleibe ich mit Skippy? Wir müssen unbedingt, fällt mir dann gerade auf, die Mantis-King vielleicht mal ein bisschen aufbessern. Nehmen wir doch mal einen Hintereingang hier. Können wir da rein? Nö. Schade. Das Teil hatten wir explodieren lassen. Da ist jetzt einer rausgekommen. Da können wir uns verlinken. Aber es ist drin, ne? Ja, ist drin. Na dann. Was ist denn das? War eine Waffe, denke ich. Übergepäck? Ja, fantastisch. Es wäre nicht ich, wenn wir nicht plötzlich Übergepäck hätten, ne? Also, pass auf. Die zerlegen wir mal. Präzisionsgewehr zerlegen wir jetzt auch mal. Passt erstmal bis zu den nächsten paar Minuten. Warum ist denn hier alles in Tüten bei denen? Ist auch charmant. In die Tüte reingepackt. Jetzt Kamera, ne? Kamera, Kamera. Was ist hier? Aber zumindest kommt jetzt hier ein. War es ja nicht schlimm. Locken wir sie alle ein bisschen raus. Oh, fertig, fertig, sicher. Schnobi. So, haben wir jetzt noch ein bisschen was explodieren kann? Stimmt, wir haben ja hinter uns eine Kamera. Also da ist noch irgendwas aktiv auf jeden Fall. Wo hatten wir den Dude denn gesehen? Ich weiß nicht. Ich brauche gerade einen Verband. Ich weiß nicht wieso, aber ich brauche gerade einen. Ist der hier drin? Nee, aber hier ist doch auch zu. Hier könnte drin sein. Auf jeden Fall kann ich hier eine Karre holen.
Was sind das? Kondome? Ich weiß nicht, was er hier verkauft. Oder verkaufen wollte. Wo war denn der Dude? Also wir haben ihn... unten. Da muss irgendwo noch nach unten gehen. Aber wo? Kartenspiel. Ah, oh, toll. Ich liebe es, Mitbringsel aus Missionen mitzunehmen. Gut. 55. Das war jetzt Fail. Ja. 1C und 1C, 7A, FF und BD. Da versagt meine Stimme schon wieder. Komme ich auch nicht hier rein? Warum komme ich denn überhaupt nicht hier rein? Aber ich muss nach unten, ne? Wie komme ich denn nach unten? Keine Ahnung. Ich gehe mal nach oben. Was? Irgendwas Formelles. Der ist safe hier oben jetzt irgendwo drin, ne? Nee, aber hier oben ist ja... Ist das verwirrend. Ich logge mich gleich nochmal in die Kameras ein, dass ich dann vielleicht rausfinde, wo ich hin muss. Ja, aber hier könnte ich mich auch nochmal vernetzen. Ich wollte nicht auf Skippy gehen. Entschuldigung. Dahin. Da versagt meine Stimme doch glatt schon wieder. Cool. Mission sagt ja nur, finde Big Pete. Okay, und probiere ich hier mal mein Glück. BD55. Und was haben wir gesagt? Ich brauche eine 55. Ja, ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Ach, leck mich. Da hat mein Gehirn keine Lust gehabt, nachzudenken. Schema Cyberpsychose. Aber romantisch hier mit den ganzen Balkonen. Das sieht doch gut aus. Aber der Jude ist auch nicht da. Wo ist er denn? Zu viel dabei. Egal, ist nicht schlimm. Die zerlegen wir gleich. Gehen wir nochmal schnell in den Rucksack rein. Das ist doch jetzt eine schöne, entspannte Mission, finde ich. Ich weiß nicht, was ich zerlegen soll. Was denn das für ein Ding? Das da. So, zerlegen. Brauchen wir halt auch mal so kleinen Krams. Aber ein Auto würde ich mir, glaube ich, gerne kaufen wollen. So, lokales Netzwerk. Wir schalten alles aus. Zack. Gucken jetzt mal die Nachrichten rein hier. Next-Gen-Scheiß von Big Pete an Manny Quaid. Ich habe den heißesten Next-Gen-Scheiß, den du je gesehen hast. Oder besser, je sehen wirst. Nimm mir das Zeug ab und vertick es für mich. Ich brauche schnell eine Antwort, weil mir die alten Besitzer am Arsch kleben. Bist du dabei? Kredit von Tiny Mike an Big Pete. Wir sind doch Brüder, Mann. Bitte, ich brauche die Kohle. Gott, Mikey, was zum Fick ist dein Problem? Wie oft hast du mich schon nach Euro-Dollar gefragt? Was machst du mit dem Geld, verdammt? Ich bin vielleicht dein Bruder, aber diesmal kriegst du einen Scheiß von mir. Ey, Bruder, komm schon. Ich brauche es echt. Ich habe in letzter Zeit eine Menge Scheiße durchgemacht, aber ich weiß, wie ich wieder auf die Beine komme. Ich brauche nur einen winzigen kleinen Kredit für eine Investition. Das ist das letzte Mal, ich schwöre. Ja, ja, wir kennen doch alle solche Leute, ne? Aber wo ist Big Pete? Wo ist er? Also müssen wir mich echt gleich verlinken, damit ich rauskriege, wo der ist. Pass auf, wo ist die Kamera? Also irgendwo nach unten, aber wo geht's nach unten? Wo geht es nach unten? Warte mal, Kamera. Gucken wir mal. Ich bin ja nicht ewig in der Dings. Also das ist draußen, da finden wir ihn safe nicht. Hof, Werkstatt, da sind wir gerade. Hof, Keller. Aber wie kommen wir in den Keller? Also der ist im Keller, aber wie kommen wir in den Keller? Der ahnt halt von nix, ne? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir in den Keller? Dafür gab's Netrunner-Erfahrung. Ernsthaft jetzt? Ich weiß nicht, wie wir in den Keller reinkommen. Oder kann man hier irgendwas öffnen? Ich würde ihn ja gerne neutralisieren. Ah, hier ist eine Tür. Das könnte die Kellertür sein. Freunde, hab's gefunden. Hey, hey, Scheiße! Nicht schießen! Wo ist der Rest der Crew? Kaputt. Auf die würde ich nicht zählen. Also muss ich meinen Kopf hinhalten für den Scheiß, der nicht mal funktioniert? Was soll ich sagen? Pech.
Warte, tu's nicht! Ich bin... Nein. Mission war, dich töten. Hab ich gemacht. So. Tu's nicht und sie hat's getan. Ich weiß auch nicht, wo dein Kopf jetzt noch ist. Aber ich glaube, das ist zu spät. Wir können dich nicht mehr reparieren. Tatort-Betriebsanleitung. Ich wollte gerade sagen, Tatort-Betriebsanleitung. Das wäre jetzt auch wild gewesen. Aber nix, nix, Leute. Nix. Ich komme nicht an den Rechner ran. Da steht der Stuhl im Weg. Verlinken. So. Also BDFF 1CE9 und wo haben wir denn BD? Ich sehe schon wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und nichts mit 1C. Ach, mach doch einfach vorbei. Cyberware-Zerstörung. Sind auch gefühlt immer wieder die gleichen Sachen da. Nochmal 9800 und dann kriege ich ja für die Mission selber auch noch Sachen. Wir müssen gucken, ob wir draußen noch was absammeln können. Aber erst gehen wir mal nach draußen. Gab es noch einen anderen Ausgang? Hier ist auch noch eine Tür. Ah, guck mal, was ist das für ein Lager? Ich nehme die Musik gerade. 349, die dürfen auch nicht liegen bleiben. Ich hoffe, dass ihr die Musik auch hört. Nicht, dass es jetzt selber schon wieder ein Bug ist. Geht's hier irgendwo raus? Ich sehe nichts, Freunde. Ich sehe nichts, das ist zu dunkel. Aber ich glaube, es ist Sackgasse, oder? Ich bin auch in einem Bereich, was es mir nicht anzeigt. Seht ihr das? Hier, kann ich irgendwas aufmachen? Kann ich irgendwo hin? Ha! So hätte man auch reingekonnt. So hätte man auch reingekonnt. Ah, guck mal, hier, Exit. Da wäre es gewesen. Hart wie Stahl. Absolut, wie Kruppstahl. Eine Kriegerin ohne Gnade. Ja, bin ich. Dein Vertrag ist damit erfüllt. Weiß ich. Dankeschön. Gut gemacht. Weiß ich. Vielen Dank dafür. Fantastisch. Okay, Freunde. Noch mal ein Kampf? Von wem denn? War doch noch irgendwer, oder? Hä? Bin ich dumm? Bin ich über irgendeine Grenze rübergekommen? Vielleicht. Hey, komm. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Was wollt ihr von mir? Wer hat euch denn... Hier los? Entschuldigung? Ich hab nichts gemacht, Alter. Warum verfolgen die mich denn jetzt? Skippy? Was ist denn hier los? Das waren jetzt die Leute, die ja... Die Aftermission. Die rette mich. Ich weiß nicht, was jetzt hier los ist, ne? Die Aftermission ist aber echt wild hier. Alter! Und warum bist du jetzt hier? Reise der Zerstörung, oder was? Zur falschen Zeit am falschen Ort. Das galt jetzt wohl irgendwie für mich, glaube ich. Oh ja, hör nicht auf. Doch, Skippy, wir sind fertig. Freunde, da kam irgendwie ein bisschen was Überraschendes jetzt noch auf uns zu. Also pass auf, was ist denn das für eine geile Machete? Razor. Pass auf, die müssen wir uns kurz mal angucken. Unsere Folgezeit ist nämlich auch gleich vorbei. Die sieht ja wild aus. Wie krank sieht die denn aus? Die hat ja ein übelstes, krasses Design. So, wir haben es uns einmal angeguckt. Zerlegen. Sparky. Wir haben hier irgendwie so viel Waffen. Wir müssen was loswerden. Pass auf. Ich lasse das jetzt mal raus. Das lasse ich mal raus. Und das lasse ich mal raus. So. Dann sammeln wir den Rest mal schnell ab. Bin ich in irgendeinen Bereich reingekommen, wo ich nicht hätte reinlaufen sollen? Naja, wir müssen aufpassen. Hier ist so eine Grenze, ne? Die dürfen wir nicht überschreiten. Vielleicht war das auch das Problem. Das war ja nicht geplant. Aber
Okay, crazy. Einfach crazy. Freunde. Ich werde mir auf der Karte jetzt mal was markieren. Ich will ja jetzt auch keinen Stress. Gab es hier nicht irgendwo noch einen Autofixer? Hier, perfekt. Da will ich hin. Autofixer-Terminal. Da genau will ich hin, Freunde. Und ich brauche... ich will nicht den Caliburn. Das Teil brauche ich jetzt mal schnell. Aber wieso? Guck mal, sind nur 30 Meter. Ah, wir haben hier direkt ein Auto. Ne, dann habe ich nichts gesagt. Weil, Freunde, ich möchte jetzt unbedingt was kaufen. Wir müssen uns jetzt belohnen. Aber ich glaube, wir haben auch neue Sachen jetzt noch mit im Angebot, ne? Hier, guck mal. Neue Sachen haben wir. Oh, was sind das Schönes? Marky Guy. Thornton. Grausam. Was haben wir hier? Das ist auch so eine kastigen. Rayfield. Es wird jetzt, glaube ich, tatsächlich der Juniver. Der wird es werden. Der ist auch gar nicht so teuer. Guck mal, wir haben so viel Geld. Was haben wir hier? Mahir. Den haben wir auch noch nicht. Den hätte ich auch gerne, glaube ich. Aber den müssen wir erstmal freispielen. Motorräder. Könnte man sich vielleicht auch nochmal was Geiles... Wir können ja zwei Sachen kaufen. Hindert uns ja jetzt keine Sonstiges. Also, ich möchte jetzt erstmal einen Rayfield. Nämlich diesen hier. Hier gibt es sogar 39% Rabatt gerade. Der Aerondite Genie Bear. Wir haben es schon mal durchgelesen. Deswegen kaufen für 94.551 Eddies. Zack. Jetzt haben wir immer noch 87.000. Daher würde ich tatsächlich... Fahrzeug gekauft. Das freut mich. Und ich kaufe jetzt, wenn wir hier schon mal da sind, noch ein Motorrad. Nur was für eins. Prinzipiell habe ich Bock, jetzt richtig auf die Kacke zu hauen. Aber welches? Da weiß ich natürlich jetzt nicht welches. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Folgenzeit. Vielleicht bleiben wir kurz hier stehen. Wobei... Wir haben nicht mehr so viel Folgenzeit. Das ist echt blöd. Also pass auf. Ich will ein cooles Motorrad haben. Peacekeeper. Der sieht doch ganz geil aus. Was ist denn mit dem hier? Yaiba Yusanagi Peacekeeper. Wer den Frieden will, bereitet den Krieg vor. Wie gut, dass diese Schönheit eine zertifizierte, wärmesuchende Rakete ist. Metaphorisch. Hinweis, nicht zertifiziert, keine Rakete. Dieses Miststück ist leicht und schneller als die CT-3X. Die Peacekeeper stammt zwar aus einer japanischen Fabrik, aber ihr Design drückt voll und ganz den American Spirit aus. Eine lange, schlanke, schnelle und absolut tödliche Waffe für dein Arsenal. Wie gesagt, metaphorisch. Haftungsausschuss, ich bin Autohändler, nicht Waffenhändler. Also die finde ich tatsächlich ganz nice. Warum gehe ich denn immer rauf und nicht zurück? Mein Gott, weil die Folgenzeit uns so ein bisschen im Nacken hängt. Also das finde ich ist eine schöne Maschine. Und ich glaube, die wird's auch. Pass auf. Wir kaufen einfach irgendwann alle. 75.000, dann bin ich blank hinterher, ne? Dann bin ich quasi blank. Dann bin ich wirklich blank. Es ist dunkel. Womit fangen wir zuerst an? Freunde, wir haben jetzt kaum noch Geld. Das heißt, wir müssen jetzt Missionen machen, um Geld zu verdienen. Also pass auf. Wir haben jetzt zwei neue Autos. Und wir fangen an mit... Da. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehlkauf. Wo ist es denn? Also, hier. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch nochmal auf Favoriten machen. Gut, schnell. In die letzten Sekunden. Bist du das? Ja, sieht nach einer schönen Maschine auf jeden Fall aus. Und wir müssen wenigstens noch 2-3 Minuten drauf fahren, Freunde. Komm, pass auf. Boah, gibt auf jeden Fall deutlich mehr Stoff. Guck mal. Okay, krass. Okay, ja, doch, die ist geil. Ich glaube, die ist cool. Ah. Ich glaube, die bockt. Da stand einer rum. Hast du gesehen? So, wir haben jetzt wirklich nur noch ein paar Sekunden Zeit, Freunde.
Was für eine krasse Folge. Mein Gott. Leute, ich bin sehr gespannt, was wir das nächste Mal machen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch mit am Start seid. Wir müssen auf jeden Fall mal zum Waffenhändler und noch ein bisschen Munition uns besorgen. Ich würde mich, wie gesagt, freuen. Wir werden auf jeden Fall das zweite Auto dann auch noch austesten. Also die Maschine finde ich schon sehr gut. Da freue ich mich drauf. Autsch. Ja, Ladies and Gentlemen, genießt den Tag und seid ein wenig dirty. Ich sehe gerade Sterne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.